Bei Android scheint es keinen Weg an Google vorbeizugeben. Denn selbst wenn du Apps herunterladen willst, brauchst du einen Google Play Store Account, oder? Allerdings muss das nicht der Fall sein, denn es gibt einen App Store F-Droid, mit dem du Apps herunterladen kannst, ohne einen Google Account haben zu müssen. Ich benutze F-Droid seit ungefähr 1,5 Jahren und zeige dir in diesem Video, was eigentlich F-Droid ist und warum es Sinn macht, den App Store zu benutzen, wie du das Ganze anstellst und am Ende zeige ich dir meine Lieblings-F-Droid-Apps, die ich fast täglich benutze. Hi, ich bin Alex von Privacy Tutor und auf diesem Channel schauen wir uns an, wie wir mehr Kontrolle über unser digitales Leben bekommen können. Starten wir erstmal mit der Frage, was eigentlich F-Droid ist. Und am einfachsten lässt sich diese beantworten, wenn wir uns mal die Webseite anschauen. Und hier sagt F-Droid über sich selbst, dass F-Droid ein installierbarer Katalog mit FOSS-Apps für Android ist. Als erstes müssen wir mal klären, was bedeutet eigentlich FOSS. Dazu habe ich auch schon mal ein Video erstellt, was du hier oben findest, glaube ich. Und FOSS bedeutet Free and Open Source Software. Also auf der einen Seite bedeutet, dass diese kostenlos sind und Open Source bedeutet, dass der Quellcode öffentlich einsehbar ist. Und das hat mehrere Vorteile und der größte Vorteil für uns ist, dass wir sehen können, ob hier Apps irgendwelche Informationen abgreifen oder Sicherheitslücken haben, die wir gar nicht haben wollen. Also nicht unbedingt wir normalen Menschen, ich bin auch kein wirklicher Programmierer, aber Programmierer haben eben die Chance, diesen Quellcode einzusehen. Free and Open Source ist also der erste Vorteil und der zweite Vorteil ist, dass Google hier kein Monopol über die Apps hat. Das heißt, es ist ein öffentlicher App Store und hier gibt es kein zentrales Unternehmen, wie zum Beispiel Google, die einfach sagen können, wir wollen jetzt nicht, dass diese App gelistet wird, weil sie uns halt einfach nicht in den Kram passt. Also zum Beispiel kann man im Google Play Store keine Apps herunterladen, mit denen sich YouTube-Videos herunterladen lassen. Einfach nur, weil Google keine Lust darauf hat. Und der dritte Vorteil ist aus meiner Sicht, dass man bei F-Droid auf alternative Apps stößt, die man im Google Play Store vielleicht nicht so gefunden hätte. Denn im Google Play Store gibt es ein Ranking, das basiert auf den ganzen Ratings. Das ist ja schon mal nicht schlecht, aber in der Regel profitieren diese Apps von Werbung und indem sie unsere Daten tracken und einsammeln. Und bei F-Droid ist das in der Regel nicht der Fall. Und hier gibt es bestimmte Standards oder zumindest Kennzeichnungen, wodurch es mir einfacher fällt, Apps zu finden, die meine Privatsphäre auch respektieren. Und F-Droid soll sogar sicherer als der Google Play und als der Apple App Store sein. Denn beim Apple App Store werden Apps zwar überprüft, beim Google Play Store irgendwie auch automatisiert, aber bei F-Droid wird wirklich der Quellcode von freiwilligen Helfern untersucht. Und das bei jeder App. Und dadurch, dass der Quellcode angeschaut werden kann, kann man sich deutlich sicherer sein, dass man hier auch keine Sicherheitslücken oder Code, der auf Schadsoftware ausgelegt ist, dass man diese übersieht. Das sieht man auch auf der Über-uns-Seite von F-Droid, denn hier schreibt F-Droid noch ein bisschen mehr, was sie eigentlich sind. Aber wenn man weiter runter scrollt, dann sieht man hier alle Mitwirkenden und das sind meistens freiwillige Personen, die eben dabei helfen, unter anderem den Quellcode von neuen Apps zu untersuchen und festzustellen, ob das auch Apps sind, die gut für uns sind sozusagen. Wie kannst du jetzt F-Droid benutzen? Wenn du im Google Play Store nach F-Droid suchst, dann wirst du da nämlich nicht fündig. Und das ist ganz einfach. Du gehst einfach auf die Webseite, idealerweise direkt schon mit deinem Handy, also auf fdroid.org. Und das Ganze habe ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und hier kannst du jetzt einfach F-Droid herunterladen und dann bekommst du eine APK-Datei, die du auf deinem Handy installieren kannst. Ich zeige dir mal an meinem Handy, wie F-Droid eigentlich aussieht. Und F-Droid hat eine relativ schlichte und hübsche Oberfläche. Unten kannst du dich durch die verschiedenen Kategorien klicken. Hier findest du erstmal neueste Apps, wo du dich ein bisschen inspirieren lassen kannst. Dann gibt es verschiedene Kategorien, wo du Kategorien durchsuchen kannst nach Apps. Umfeld, die Funktion habe ich persönlich noch nie ausprobiert. Aufgaben, und das bedeutet, glaube ich, nichts anderes als Updates, also sprich, falls Apps noch nicht aktualisiert worden sind. Das funktioniert aber meiner Erfahrung nach sehr gut. Und hier rechts dann die Einstellungen. Wie kannst du dann eigentlich eine App installieren? Das geht sehr einfach. Wenn ich mir zum Beispiel hier Crosswords installieren will, klicke ich einfach da drauf, klicke auf Installieren und dann wird die App heruntergeladen und auch automatisch aktualisiert in Zukunft. Ich muss dann noch einmal, in der Regel noch mal einmal, genau, jetzt sehe ich, dass sie heruntergeladen wird. Und jetzt muss ich noch einmal in Android zustimmen, damit sie auch installiert wird normalerweise.
und in Zukunft wird sie eben dann auch geupdatet automatisch. Das heißt, ich habe hier eigentlich den komplett gleichen Funktionsumfang wie auch im Google Play Store. Ich benutze F-Droid jetzt schon seit 1,5 Jahren für verschiedene Apps und ich finde es wirklich super, wie zuverlässig F-Droid funktioniert. Denn um ganz ehrlich zu sein, ich persönlich habe nicht immer die besten Erfahrungen gemacht, wenn es um Open Source Projekte geht, da es oftmals schon sein kann, dass irgendwas nicht so stabil ist oder nicht so zuverlässig funktioniert. Aber das ist bei F-Droid eben nicht der Fall. Gerade wenn es um die Updates und um die Aktualisierung, ums Herunterladen geht, das hat bei mir persönlich auf meinem Pixel 4a mit Calyx OS immer sehr gut geklappt. Das Problem bei F-Droid ist, dass die Auswahl noch relativ begrenzt ist. Vor allem, wenn es um Apps geht, die nicht Open Source sind oder wo es eben genau die eine App sein muss, dann kann man die natürlich nicht auf F-Droid finden. Also wenn jemand unbedingt auf WhatsApp mit dir schreiben will, dann kannst du WhatsApp natürlich nicht von F-Droid runterladen, sondern musst es dir aus dem Google Play Store oder aus dem Aurora Store, den schauen wir uns später an, herunterladen. Oder wenn du eine App von deiner Bank herunterladen willst, dann ist die in der Regel auch nicht auf F-Droid, sondern musst die eben ganz normal herunterladen über den Google Play Store. Aber für viele Nischen gibt es tatsächlich schon relativ gute Apps. Also zum Beispiel als alternativer Messenger kannst du Signal auf in F-Droid herunterladen oder wenn du einen bestimmten Taschenrechner haben willst. Oder ich habe zum Beispiel einen Fitness-Tracker. Für solche Funktionen gibt es schon gute Apps auf F-Droid, meiner Erfahrung nach. Und deswegen ist mein Vorgehen eigentlich immer, wenn ich eine neue App suche, also zum Beispiel einen Kalorienzähler, einen Fitness-Tracker oder eine App, mit der ich meine Ausgaben tracken kann, dann suche ich erstmal bei F-Droid nach einer App. Oftmals finde ich dann schon was. Dann probiere ich die aus und gucke, ob die mir gefällt, ob die auch zuverlässig funktioniert. Und falls das so ist, dann ist das super. Und falls das nicht so ist, dann kann ich ja immer noch auf den Google Play Store zurückgreifen und mir dort eine App herunterladen. Die geringere Auswahl der Apps ist schon enorm. Und meiner Recherchen nach gibt es im Google Play Store 600 mal mehr Apps als im F-Droid Store. Im F-Droid Store gibt es ungefähr 4000 Apps, wenn ich das richtig gelesen habe. Und im Google Play Store rund 2,5 Millionen Apps. Werfen wir jetzt mal einen kurzen Blick auf meine Lieblings-App. Und dafür gehe ich nochmal in F-Droid rein. Und wenn ich hier rechts auf die Einstellung gehe, dann kann ich hier meine installierten Apps verwalten. Und ich gehe jetzt einfach mal von oben nach unten durch und stelle dir meine Apps vor, die ich persönlich fast jeden Tag benutze. Einmal ist das Aegis, das ist mein Lieblings-2-Faktor-Authenticator. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier oben. EndOTP ist auch eine App für die 2-Faktor-Authentifizierung. Mittlerweile benutze ich allerdings Aegis. AntennaPod ist mein persönlicher Lieblings-Podcast-Player. Den benutze ich jetzt auch schon seit einem Jahr und der funktioniert wirklich super und hat alle wichtigen Funktionen meiner Meinung nach, um ganz normal Podcasts zu abonnieren. Audio Recorder ist eine Möglichkeit, um Sprachaufnahmen aufzunehmen. Bitwarden ist mein persönlicher Lieblings-Passwort-Manager, auch den gibt es bei F-Droid. Und den Aurora Store, den habe ich auch über F-Droid heruntergeladen. Der Aurora Store ist nochmal ein zusätzlicher App-Store, mit dem ich normale Google Play Store Apps herunterladen kann. Das heißt, ich persönlich habe hier auf meinem Handy keinen Google Account installiert und auch keinen Google Play Store, sondern ich habe nur den Aurora Store und über den Aurora Store kann ich dann normale Google Play Store Apps herunterladen, wie zum Beispiel meine Bank-App oder wie zum Beispiel WhatsApp, weil ich doch noch mit manchen Leuten über WhatsApp kommuniziere. Das funktioniert bei mir meistens zuverlässig. Das einzige große Problem ist, dass die Updates bei dem Aurora Store leider bei mir nicht zuverlässig geklappt haben. Machen wir weiter mit meinen Lieblings-Apps. Ich scroll hier mal ein bisschen nach unten. DuckDuckGo war schon vorinstalliert, also einige davon waren schon auf meinem Betriebssystem vorinstalliert, weil ich Calyx OS installiert habe. Was finde ich noch cool? Joplin ist eine coole Notiz-App. LibreOffice Viewer ist eine super App, um Dokumente anzuschauen. Also wie LibreOffice am Computer gibt es eben das gleiche auch hier für Android. Dann haben wir als nächstes Money Wallet. Das ist eine App, mit der ich meine Ausgaben verwalte. Dann MooPDF Viewer, damit schaue ich mir PDF-Dokumente an. NewPipe ist eine App, die ich wirklich täglich benutze, um YouTube-Videos anzuschauen. Auch dazu habe ich mein Video gemacht, was du hier oben findest. Dann habe ich verschiedene Nextcloud-Apps, die ich alle über F-Droid heruntergeladen habe. Auch zu Nextcloud habe ich mein Video gemacht, was ich dir hier oben verlinke. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine private Cloud, also eine Alternative zu beispielsweise zu Google Drive. Und hier unten haben wir jetzt noch Signal, das ist meine Lieblingsalternative zu WhatsApp. Tutanauta, auch dazu habe ich mein Video gemacht, das findest du hier oben. Das ist mein Lieblings-E-Mail-Anbieter, der hier aus Deutschland kommt und auch eine Open-Source-App hat, die man direkt über F-Droid herunterladen kann.
So, ich hoffe, das war eine kleine und interessante Übersicht für dich zu F-Droid. Hinterlass mir gerne mal einen Kommentar unter diesem Video, falls du auch F-Droid benutzt und welche Apps deine Lieblings-Apps sind. F-Droid ist aus meiner Sicht ein super Schritt in die Richtung, um ein Android zu haben, was unabhängiger von Google ist. Und ich persönlich benutze schon seit 1,5 Jahren ein Android fast ohne Google, und zwar mit einer Custom-ROM CalyxOS. Und dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, was vielleicht für dich interessant ist. Das blende ich dir hier mal ein und ich freue mich, dich dann im nächsten Video zu sehen.